Oh Mann, das wird halt eine richtige Katastrophe. Ich kann halt das gar nicht. Das kriegst du schon hin. Ja, ja. Protoss ist ja nur eine Spellcaster-Race. Also immer schön die Spells setzen. Oh, ich glaube, mein Spiel... Nee, ich bin noch da. Gut. Ja, schauen wir mal. Research Station Vani wieder mal. Hatten wir doch heute schon. Was denn mal mit Coda oder die neuen Maps? Ja, ich mag die Maps, aber okay. Ja, so, klar, also, ich mag die auch alle. Genau, haben, wir starten auf der 6 Uhr Position. Ich gehe gerade schnell in die Sicht von Leon. Auf der 6. Position mit dem blauen Terraner Isem aus dem Clan XET oder XZ. XIT? Nee, XIT. 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 Das ist aber bestimmt extraterrestrial. Nee. Terrestrial? Also wie ET, nur mit X vorne, weißt du? Ja. Das ist bestimmt. Ah, da steht's doch. Xetorian Gaming. Was ist das denn? Na gut. Xetorianisches Spielen. Genau, auf jeden Fall spielt Isem heute gegen. Gegen den nördlichen roten Protoss Gitano. Gitano, was? Gitano, scusi, scusi. Also Italienisch, ach so. Ich weiß nicht. Nee, dann wär's ja Gitano, Gitano. Gitano, Gitano, bringst du Basilikum zu die Pasta mit. Ja, aber dann würde man den gleich mit G schreiben. Gitano. Ja, wahrscheinlich. Wie Giovanni. Giovanni. Gitano. Pizza, Pasta, Macaroni. So ungefähr. Ja, also Gitano hatten wir, glaube ich, schon mal, weil ich erinnere mich, da muss ich nämlich immer an Mortal Kombat denken, an Kitana. Oder so. Aber na gut, schauen wir mal, was die beiden sich hier an den Kopf werfen. Wir haben hier die zwei Scouts, die sich jetzt in der Mitte treffen, oder nicht ganz in der Mitte. Oh, da. Fallout schreibt, ich brauche mal Wavos Twitter-Account, ich bin danach bestimmt gefeuert in Team Mantle. Guter Junge! Aber ich sag dir, komm einfach zu Team Wabu, wir nehmen nämlich die Leute, die Skill haben. Also Fallout, wenn du jetzt Chris was schickst, was Team Mental belastet, dann bist du automatisch in Team Wabu, das ist dir klar, ne? Ja, aber ich meine, wer ist nicht gerne automatisch in Team Wabu, ne? Also genau, ja. Such einfach Wabu, ich habe da ein ziemlich grünes Bild drin. Ja, schaut mal bei... Ja, findet ihr schon. Heißt du nur Wavo oder Wavo ST2? Nee, @awg_wavo, glaube ich. Ah, okay. Also, genau. I'm not sure. Genau, Hawkey, Hashtag Team Wavo, bester Typ. Übrigens, die Videos, die du gemacht hast, ja, Hawkey, so stark, übelst geil, ne? Ich habe mich so abgefeiert. Die waren richtig geil. Vor allem das Heads Will Roll, da konnte ich auch nicht mehr, ne? Ja, das ist auch super, aber das Neue, das ist das für einen Com-Abend, ey, das sollten wir echt eigentlich vor jedem Com-Abend einmal so abspielen lassen on Stream, finde ich mega cool. Ja. Ja. So, also, wie sieht's hier aus? Wir haben hier die Expansion von Isem, der sich hier ganz locker hinten was zusammenschraubt. Und genauso sehen wir den Nexus, der wahrscheinlich gebaut wird jetzt gerade von Gitano oder gebaut werden soll. Zack, da kommt er auch schon. Ja, dafür ist die Map halt gut. Man kann relativ sicher seine Natural nehmen. Und... Ach, guck mal hier, hat er hier den Worker versteckt, damit er gleich nochmal reinscouten kann. Ist auch ganz sneaky hier. Von Isem. Der wird jetzt nochmal. Ja. Oh, aber guck mal hier, der Mothership Core. Der könnte vielleicht jetzt ein bisschen die Main upscouten und könnte das sehen. Ja, könnte sein. Wir haben hier eine Rex und eine weitere im Bau. Gas wird gemeint. Er hat ein ziemlich frühes Engineering Bay gesetzt. Oder kommt mir das nur so vor? Oh, hier vorne, ein bisschen Scouting. Also das Engineering Bay, das früheste Oracle, das kommt ja auch erst so ab 5.44 oder so. Mhm. Und er sieht ja hier, dass hier auf jeden Fall eine Echse gespielt wird. Da braucht er also eigentlich gar keine Angst haben. Deswegen das frühe Engineering Bay, wenn du das hier nachher siehst, die Aufzeichnung, würde ich ein bisschen nach hinten setzen, weil es sind ja schon 150 Minerals, 125, 150. Oh, keine Ahnung, wie viel das kostet. So, jetzt wird hier das SCV geklärt, was hier nochmal gescoutet hat, dass der Nexus gesetzt wurde. Und... ja, die Robo kommt jetzt hier. Und es wird hier noch eine weitere Rex geschraubt. Stim ist auf dem Weg. Und noch ein zweites Gas. Ja. Das heißt, hier kommt dann wahrscheinlich auch gleich der Tech noch auf die Factory und das Starport hinzu. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. So far, so good. Beim Protoss fehlen noch ein paar Gaseinheiten, bis dann hier endlich auch mal der Koloss-Tech auf den Weg gebracht werden kann. Setzt hier aber schon zum Doppelgas an der Echse an.
Das heißt, er wird ihn wahrscheinlich auch einschlagen. Ist ja sowieso sehr wahrscheinlich als Protoss, weil All-Ins gegen Terran ist eher selten. Also ich glaube, All-Ins werden eher im PvP und PvZ gespielt. Ja, aber war nicht eine ganze Zeit lang mal diese Blink-All-Ins super in Mode? Ja, ja, Blink-All-In ja, aber dann nicht mit 4 Gas. Da reichen 2. Okay. So, wir haben die beiden Sentries hier vorne an der Rampe, das heißt, kann alles geblockt werden, was hier durchkommen könnte. Übrigens auch sehr interessant, hier ein Warp Prisma auf dem Weg, ein bisschen zum Harassen. Und da kommt die Robo-Welt tatsächlich. Nacht, Hawkey. Ah, geht Hawkey schon schlafen? Jetzt schon? Und Paddy, glaube ich, auch. Oh, okay. Paddy. Ah, guck mal hier, das Turret hier unten an der Terraner Mainbase wurde hier unter die Minerals gebaut. Das ist ja auch interessant, weil eigentlich kann jetzt von oben das Oracle reinfliegen und direkt hier drüber stehen und trotzdem die Worker abschießen. Ja. Also Turrets auch normalerweise in die Minerals. Ja. Gut, ich meine, er hat die Robo ja gescoutet und hat gesehen, dass kein Stargate kommt. Und für ein DT muss es halt auch nicht zwangsläufig in die Mineral einsetzen. Ja, der Money Scan jetzt hier. Der alles sieht, die Robo, die Forge. Und hier, wenn er die Gebäude angeklickt hat, sieht die, dass dann bald Kolosse auf dem Weg sind. Chrissy schreibt, Leon, mein zukünftiger Ehemann. Echt, oh Gott. Ding, 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 ding. Was ist denn hier los? Bonjour.de E-Sport Partnerbörse. Ja, das ist doch Verführung Minderjähriger. Verführung, ne? Minderjähriger übrigens, Chrissy. Das ist ganz schön gefährlich, was du hier machst. Oh, Leon. Aber Leon hier rastet schon aus mit dem Observen. Er hat, glaube ich, schon schwitzige Finger gerade. Da sieht man den Hormonlevel steigen. Okay, Turi schreibt, okay, mein Kumpel schlägt ein Trinkspiel vor. Wir brauchen ein Wort, was von den beiden gerne, aber nicht allzu oft genutzt wird. Oh ja, sucht mal bitte. Was können wir denn allzu oft sagen, aber nicht zu häufig? Ja, das können wir nicht entscheiden. Das müssen die Zuschauer müssen sagen, was wir oft sagen. Ich glaube, ich habe schon so ein paar Wörter, die ich oft benutze. Oft vielleicht? Oft? Nee. Aber das hast du gerade 5-mal gesagt. Ja, aber weil es ja um oft ging. Ach so. Oh, hier eine Menge Sentries und Koloss, da kommt der zweite schon. Ich finde es auch interessant, dass hier Terran hier die Gold als dritte nimmt. Sehr wagemutig gegen Protoss. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Entscheidung ist. Vor allem ist halt jetzt gleich schon der zweite Koloss draußen und die Medivac-Produktion ist noch nicht mal losgegangen, geschweige denn die Viking-Production. Jetzt ist auch noch Supply-Block. Also der Protoss hebt sich hier schon deutlich ab, obwohl es eigentlich gerade ein bisschen andersrum sein müsste. Ja, sehe ich genauso. Also, und jetzt kommt der Push nach vorne und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob dieser Push hier aufgehalten werden kann. Also, mit den beiden Kolossen und dem dritten noch auf dem Weg, das ist nicht so viel, was hier steht am Bio-Army. Und hier wird vorne nochmal reingeworbt. Wie viel haben wir denn insgesamt an Army-Supply? Schauen wir mal. Ja, ist schon auf jeden Fall ein bisschen mehr bei Gitano. Gitano! Wobst du rein, die Stalker, mach einen Boom! Jetzt habe ich einen Tinnitus bekommen, als Gitano gesagt habe. Jetzt piepst mein Ohr die ganze Zeit. So, wir haben jetzt hier zwei, ja doch, es sollte eigentlich reichen, um zu defenden. Also er kann auf keinen Fall die Rampe hochpushen. Aber wenn er Vision hat, dann könnte er ein bisschen reinballern. Ein bisschen reinballern. Und jetzt so. Natürlich auch. Gern geht drauf, was? Kritisch. Hä? Na, ist egal. Drei Vikings gegen zwei Kolosse. Ich habe nur gerade gelacht, weil die ist bam bam ein bisschen reinballern. Das war so gut. Ach so. So, er verliert jetzt und aber hier. Oh, da. Ja, kann er durchpushen. Gar kein Problem. Sollte man Force Field. Und das sollte man nie machen. Niemals die Rampe runterlaufen. Selbst wenn die Koloss hier alle fallen, das ist halt. Trotzdem, es reicht nicht. Der nächste Koloss kommt hinterher. Ja. Und jetzt ist dann nicht mehr genug vom Terraner, um das aufzuhalten. Er kann jetzt die Rampe einfach hochgehen. Was macht er denn? Gitano läuft weg. Gitano. Machst du Katze zu, Affe tot. Ah ne, es ging anders, ne? Klappe zu, Sack Affe tot. Klappe zu, Affe tot und den Sack zu machen. Den Sack zu machen. Oder die Katze im Sack. So. Das ist ja, da war irgendwas. Ja, aber die Katze im Sack ist ja noch was anderes. Ja, egal. Ist egal. So, jetzt sieht er hier die Gold. Und ja, ich glaube. Katze zu, Affe tot. Ja. Was baut er denn jetzt hier? Hier ein Supply Depot? Hä? Nee, was, einfach nur eine neue CC. Ich weiß auch nicht. Stimmt, kann man ruhig mal bauen, direkt neben der gegnerischen Armee. Ja. Warum sollte die auch nicht durchkommen? Ja. So, das Ding wird hier abbrennen, außer er repairt jetzt.
Kritisch finde ich halt auch gut, nein, das ist aber auch. Nein. Ja, er lässt einfach abbrennen, so wie es aussieht. Kann man machen. Schönes Feuerwerk auf jeden Fall. Aber wir dürfen nicht vergessen, ist ein All-In für einen Toss. Er produziert keine Army. Er ist auf 2 CC und. Aber der Terraner ist ja auch auf 2 Base. Ja, gut, aber Terraner hat halt noch gleich ein drittes CC. Oder hat er es jetzt gesaved? Haben wir hier. Oh, da ist keine Detection und da knallt jetzt gleich. Ja, da haben wir es gerade nicht gesehen. Ja, das Ding ist auch, sein Koloss steht da hinten und chillt, ne? Ja, den braucht er nicht. Wozu? Das Coole ist aber auch, er lädt jetzt die ganzen. Er landet jetzt die ganzen Vikings und jetzt sind keine Vikings mehr da. Ja, das stimmt. Hat er gut gemacht. Das ist natürlich auch tricky. Ja. So, jetzt haben wir das, den Observer hier am Start. Und der Koloss, der kann jetzt hier die Widowmines abschießen, wenn die Widowmines kaputt sind. Oh, nein, kann er nicht. Scan! Und das war's. Ja. Er geht wieder die Rampe runter. Also es ist mega gefährlich, was hier Eisen die ganze Zeit macht. Wenn da ein Force Field draufgesetzt wird und die Army gecuttet wird. Und warum rennt er da rein? Oh Gott. Also gerade wenn du siehst, dass der Toss nur auf 2 Base ist, dann bleibst du auf deiner Rampe und hoffst, dass er nicht durchbricht und nicht noch engagen. So, jetzt muss Gitano muss auf den nächsten Observer warten, der jetzt... Ach egal, er kann einfach durchrennen. Ja, das weiß er aber nicht. Er weiß ja nicht, was da oben steht. Und da sind auch schon viele Widowmines. Also wenn er da blöd geklumpt die Rampe hochrennt, da kann er auf jeden Fall mit 2-3 Widowmine-Shots die Hälfte seiner Army verlieren. Das ist auf jeden Fall eine heftige Putt-Situation, die wir jetzt hier haben. Also ein richtiger Standoff. Und jetzt haben wir den nächsten Koloss am Start. Und sobald der Observer da ist und der da hochschaut... könnte er auf jeden Fall versuchen, hier schon mal die Widowmines zu clearen. Und jetzt schickt Isim hier einen Drop los. Und das ist natürlich super bitter für den Terraner. Super bitter für den Protoss. Da kommt noch gerade so weg, ey. Das Vorsicht. Stevie, der Stalker. Und er hat sich hier gerade noch gesaved. Ja. Die Namen müssen immer gleiche Anfangsbuchstaben haben, sonst... Ich sehe gerade... Im Chat, im Strawpoll ist Random auf 1 dich gefolgt von Protoss. Gott. Ja, dann, wir hoffen einfach, dass wir kein Arken-Match finden und dann haben wir die Sache eher erledigt. Ja. So, jetzt schlägt der Drop ein. Ja, schöner Drop hier hinten und er sollte jetzt nicht hier die Pylons fokussen, er sollte mal hier versuchen, sein Medivac wegzusaven und die Main zu fliegen, genau. Hat er jetzt. Hat er hier ist den. Ist egal, er schießt oben nochmal. Hier kommt, Nexus Ken, ja. Ja. Ja, sollte keine Gefahr mehr sein. Vielleicht sollte er es auch mal auf das Medivac richten, aber ich weiß nicht. Übrigens, kleiner Tipp, hinten zum Defenden sind Zealots meistens die bessere Wahl, weil die erstens kein Gas kosten und zweitens der Protoss halt so vorne mit dem Engagement beschäftigt ist, dass er hinten nicht aufpasst und alles von Zealots zerschnetzeln lässt. Mhm. Macht nämlich besseren Schaden gegen die Ball-Units. So. Achtung, hier kommen wir jetzt nochmal in den Genuss meiner Trinkgeräusche, Achtung. Ja, Blechfaust, ich möchte auch ein Gift zu Stevie, dem Stalker. Ist er noch da? Da ist Stevie. Da, ich sehe ihn. Zoom. Was lebt Stevie noch? Zoom, Red Panda. Stevie lebt noch. Er steht aber in der ersten Reihe. Oh nein, Stevie. Oh Gott, ich sehe ihn. Ich habe ihn markiert. Er steht unter dem Koloss. Ich habe ihn markiert. Er hat 8 Health. Also, okay. Ja, er hat 8 HP. Ja. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Stevie, ich hab ihn ausgewählt. Er lebt noch. Stevie lebt. Und er hat einen Kollegen bekommen. Wie heißt sein Kollege? Keine Ahnung, Samuel. 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 Sammy und Stevie, die beiden Stalker, die in der ersten Reihe stehen und fast keine HP mehr haben. Ja, aber er hat sich gerade ein bisschen nach hinten gedrängelt, ne? Oh, und kriegt das? Nein, er kriegt's nicht. Nein, bekommt er nicht. Oh, das. Ärgerlich. Also beide werden hier, also ich weiß nicht, ich würde versuchen, an der Stelle von Gitano würde ich doch nochmal versuchen, eine Base vielleicht draußen zu nehmen. Gitanovic? Hast du gerade Gitanovic gesagt? Nein, an der Stelle von Gitano würde ich. Achso, ich sage, an der Stelle von Gitanovic, ich würde. Jostakovic. Nee. Ja. So, also, das ist schon ein sickes Two-Base-Game, aber Gitanovic, er traut sich auch einfach nicht hoch, ne? Also, er chillt und. Wo sind die Stalker? Gut, die sind noch da, das kann er noch defenden. Jetzt nimm doch endlich mal das blöde Medivac raus. Ja, genau, einfach mal das Medivac fokussen. Naja. Das Ding ist, Isam geht hier langsam aber sicher auf eine ziemliche Marauder-Heavy-Army und da haben natürlich die Stalker dann nicht mehr so viel zu melden. Mhm. Das sind halt auch 3 Kolosse, ne? Gegen 2 Vikings sind das nur? Ja. Das Problem ist halt immer noch die Rampe. Also wenn er die Rampe runterläuft, kann er ein Force-Field über... Oh ja, jetzt könnte er ein Force-Field setzen. Jetzt, genau jetzt! Ja. Oder auch nicht. Ja. Oh. Was mit Stevie? Oh Gott, Guardian Stevie! Shield. Wo ist Stevie? Stevie ist gerade gestorben, oder?
Nein, das ist da hinten ist das. Das war Sammy, oder? Sammy ist gestorben. Ja, nee, Sammy ist noch da. Ich habe ihn noch markiert. Okay. 8 HP, ein Kill. Das ist. Das